Hi Leute, da seid ihr ja schon, ich sage einfach mal, hereingetreten. Macht es euch auf euren Stuhl, auf der Couch, vom Fernseher, vom Handy, wo auch ihr immer das Video gerade schaut. Macht es euch einfach mal bequem. Wir wollen heute einfach noch mal ein paar entspannte Minuten zusammen haben. Ich erzähle euch ein bisschen was darüber, was so die letzten Monate passiert ist. Und du siehst hier im Hintergrund, habe ich schon quasi die Preise, die ihr heute gewinnen könnt, einfach mal so platziert, und du siehst, da ist gibt es jede Menge tolle Dinge zu gewinnen. Ich gehe jetzt einfach später gleich schon mal genauer drauf ein, was da alles dabei ist. Es sind echt tolle Sachen bei. Und du siehst, hier oben steht irgendwo Werbung. Diese gesamte Sendung ist quasi heute als Werbesendung ausgezeichnet, weil das ja quasi Produkte von Firmen sind, die Firmen uns für euch zur Verfügung gestellt haben. Ja, was soll ich sagen? Wo soll ich anfangen? Ich würde sagen, am besten am Anfang, oder? Und es war irgendwann im letzten Jahr, am 11. März, da ist jemand auf die Idee gekommen, der Robert hieß, einen YouTube-Kanal zu machen. Und ziemlich viele Leute haben gedacht, ich habe jetzt nun kompletten Dachschaden erlitten und haben gefragt, sag mal, was ist eigentlich mit dir falsch? Warum willst du jetzt einen YouTube-Kanal machen? Und ich habe gesagt, weil ich einfach Bock drauf habe. Und deswegen habe ich das auch jetzt dann die nächsten 10 Monate durchgezogen bis zum 6. Januar. Und dann war es wirklich soweit. Am 6. Januar um 18 Uhr war es geschafft. Und ich habe meine 1000 Abonnenten voll gehabt. Und auf jeden Fall nochmal vielen, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Weil ohne euch hätte ich nicht die Abonnenten. Ist ja ganz logisch, oder? Ja, wie war der Weg bis dahin? Ja, es war schon echt manchmal ganz schön straff gewesen, muss ich euch ganz ehrlich sagen, gerade wenn man irgendwie nebenbei noch arbeiten geht, gerade wenn man noch dies und das zu tun hat. Und am Anfang hast du ja auch keine Ahnung, wie die ganze Geschichte mit dem Videoschneiden funktioniert und so weiter. Da bist du wirklich, hast du für ein kleines Video von 5 Minuten manchmal 6-7 Stunden gesessen. Und das ist nämlich das, was viele, glaube ich, unterschätzen, was für eine Arbeit auch quasi alle YouTuber, die ihr schaut und so, was da wirklich für eine brutale Arbeit hinter so einem kleinen 10-Minuten-Videoclip steckt. Da stecken wirklich Stunden um Stunden um Stunden dahinter. Das muss man auch wirklich einfach mal sagen. Und du weißt, ab 1000 Abonnenten hat man die Möglichkeit, den Kanal zu monetarisieren. Ja, was heißt das? Wir als YouTube-Creator dürfen Werbung schalten, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, von Anfang an habe ich nicht mal eine Sekunde gezögert, zu sagen, okay, wenn ich die 1000 Abonnenten geschafft habe, werde ich es nicht tun, sondern für mich war immer klar, ich werde den Kanal auf jeden Fall monetarisieren. Warum das so ist, kann ich ja auch ganz einfach beantworten. Schau mal, wenn wir jetzt quasi ein Gewinnspiel machen, Da wachsen und kommen einfach Portokosten zusammen. Wenn wir uns einfach mal Equipment kaufen müssen, wir müssen mal ein neues Mikro, mein Mikro ist kaputt gegangen letztes Jahr, da hast du einfach auch nochmal 200 Euro einfach mal so dastehen, dann brauchst du eine neue Speicherkarte, dann brauchst du mal einen neuen Rechner, und das sind einfach, da kommen einfach wirklich immer stetig Kosten zusammen, und die Einnahmen helfen uns einfach als YouTuber einfach sozusagen diese laufenden Kosten abzudecken. Also ich glaube, ich werde nach einem Monat Monetarisierung, mache ich mal ein Video für euch, und da schauen wir uns mal gemeinsam die Einnahmen an. Und ich glaube, ihr, da werden viele erstaunt sein, was da rumkommt eigentlich, und dass man damit mit diesen Einnahmen wirklich nur einen Bruchteil von den Kosten decken kann. Aber das Video kommt auf jeden Fall noch, ist, glaube ich, mal recht interessant für den einen oder anderen. Und von daher mache ich auf jeden Fall die Monetarisierung. Klickt einfach bei der Werbung weiter, da habt ihr das nach 5 Sekunden, habt das hinter euch, oder schaut es euch natürlich gerne weiter an. Ich glaube, da gibt es ein paar Millicent mehr. Der andere Punkt ist auch einfach, was ich nochmal sagen wollte. Wenn du vielleicht, ich habe es ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, wenn du vielleicht planst, einen YouTube-Kanal zu machen, einen Blog zu machen, auf Instagram irgendwie was zu machen, wenn du machst das wirklich über eine Sache, von der du wirklich begeistert bist, die du wirklich gerne machst, wo du wirklich viele Stunden deines Jahres damit verbringst, weil ansonsten, also das hält man sonst, glaube ich, gar nicht durch. Wenn ich jetzt hier für euch über Kühlschränke oder über eine Eismaschine oder über Schminktipps reden würde, dann würde man einfach nicht durchhalten, weil man einfach die Motivation nicht mitbringen würde, das über so einen langen Zeitraum durchzuziehen. Ja, Leute, und ich weiß ja, auf was ihr schon wartet. Ihr wollt nämlich endlich wissen, was es für Preise gibt. Aber du weißt,
Bevor ich euch die Preise zeigen kann, müssen wir nochmal das Rechtliche hier abklären. Und da habe ich mir mal meinen Laptop geholt. Ich lese euch einfach mal die Teilnahmebedingungen vor, weil das ist echt wichtig, dass das alles ein bisschen rechtskonform hier ist, die Geschichte. Also, wann ist eigentlich das Ende des Gewinnspiels? Das Ende des Gewinnspiels ist am 28.01. um 18 Uhr. Dann werden die vier Gewinner gezogen. 28.01. gut vormerken auf jeden Fall. Jeder, der über 14 Jahre alt ist, kann bei diesem Gewinnspiel mitmachen. Jeder, der eine Adresse in Deutschland hat, kann bei dem Gewinnspiel teilnehmen. Also ich werde jetzt leider nicht nach Österreich oder in die Schweiz versenden, einfach wegen der Bruttokosten. Also sozusagen, ja, wenn du da leider in Österreich oder in der Schweiz bist, sorry, vielleicht werde ich dann später nochmal ein Gewinnspiel machen, wo ich dann auch zu euch versende. Der Veranstalter des Gewinnspiels, und das ist ganz wichtig, ist Audorando, bin ich, der Robert von Audorando und nicht YouTube. YouTube hat mit diesem Gewinnspiel nichts zu tun, das ist ganz wichtig. Und wie werden die Gewinner ausgelost? Das machen wir wieder über den Random Picker, der dann quasi vier Leute aus den Kommentaren auswählt und die bekommt dann einen von den vier Preisen zugelost. Ich werde jetzt auf jeden Fall das nicht so machen, dass ich sage, okay, das hier ist der erste Preis, das ist der zweite, sondern ich werde euch dann einfach auf gut Glück einen von den Preisen schicken, weil ich glaube, ich habe es etwa so gewählt, dass sie alle ungefähr gleichwertig sind und eigentlich jeder von diesen Preisen ist wirklich eine richtig tolle Geschichte, wie ihr das gleich sehen werdet. So, und jetzt müssen wir ja erstmal drüber reden, was müsst ihr denn tun, dass ihr hier auch teilnehmen könnt oder mit in die Gewinn, in die Auslosung reinkommt. Und da habe ich mir mal gesagt, okay, das letzte Mal hatte ich nur einen Kommentar, das ist eigentlich fast zu einfach. Und da würde ich sagen, einfach, wir machen mal ein kleines Gedicht. Ich möchte von euch vier Sätze, die sich reimen, also ein kleines Mini-Gedicht. Ja, und wenn du dich jetzt fragst, sag mal Robert, wie meinst du das mit den vier Sätzen? Ja, ich war mal kreativ und habe hier mal so ein richtig tolles Gedicht zusammengedichtet. Das trage ich dir jetzt mal vor. Heute ist es kalt, ich war im Wald. Ich habe Durst und habe Hunger auf eine Wurst. Also irgend so ein Meisterwerk würde ich gerne von dir haben. Du kannst es bestimmt tausendmal besser, als was ich hier in der letzten Minute hier zusammengedichtet habe. Irgendwie was Kleines, was ich reimen sollte, vielleicht ein bisschen lustig, aber mach dir jetzt keinen riesen Stress draus. Frag am besten dein Kind, dein Enkel, wen auch immer, die können euch da bestimmt richtig tolle Sachen zusammendichten, wenn ihr da irgendwie sagt, okay, wir kommen einfach auf nichts. Das schreibt ihr in die Kommentare und ich werde dann diejenigen über die Kommentare anschreiben und euch nach eurer E-Mail-Adresse fragen und dann klären wir das Ganze im Austausch und ihr schickt mir eure Adresse und ich schicke euch das dann zu. Ja Leute, und jetzt ist es soweit. Den ersten Preis, den es in meinem 1000 Abonnenten Special zu gewinnen gibt, ist dieser pflanzbare Kalender von der Firma Plantura. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und das Beste daran, das ist nicht nur ein wirklich schön gestalteter Kalender, sondern wir lesen einfach mal, was es hier noch gibt. Mit 12 pflanzbaren Kärtchen aus Samenpapier zum Selbstpflanzen und Verschenken. Und das schauen wir uns einfach mal an, was das bedeutet. Und da sehen wir, hier haben wir wirklich diese Samenplättchen, wo auch Saatgut einfach mit dabei ist. Und das könnt ihr euch dann direkt in den Balkonkasten oder in den Garten aussehen. Also wirklich eine richtig tolle Geschichte, die sich da die Firma Plantura ausgedacht hat. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen, wenn ihr diesen Preis gewinnt. So, Leute, weiter geht's. Und da bleiben wir bei der Firma Plantura. Nochmal vielen Dank dafür. Und das ist ein Gemüseset. Und ich glaube, das ist ein richtig toller Gewinn, wenn ihr vielleicht erst Gartenneulinge seid oder irgendwie nicht so viel Platz habt. Das ist nämlich ein Anzuchtset für eigenes Gemüse. Und hier ist alles mit dabei. Ihr könnt mal lesen, was hier steht. Komplettes Set mit Samen, Substrat und Mini-Gewächshaus. Also ihr braucht da nichts irgendwie kaufen. Ihr braucht da jetzt nicht in den Baumarkt gehen, die ja sowieso geschlossen haben, sondern könnt euch einfach mit diesem Set einfach euer eigenes Gemüse anbauen.
Und das ist auch richtig klasse hier nochmal beschrieben, wie das funktioniert. Also das kriegt wirklich jeder hin. Hier hat man nochmal einen QR-Code. Da kann man sich auch nochmal ein paar Pflanztipps bei der Firma Plantura holen. Das ist quasi das All-in-One-Set und da habt ihr quasi alles einfach mit dabei. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall auch freuen, wenn ihr dieses tolle Gemüseset von der Firma Plantura gewinnt. Ja, weiter geht's und da kommen wir hier zu der Firma Sperli. Nochmal vielen Dank für eure reiche Spende auf jeden Fall. Und die Firma Sperli hat uns hier einen Keimgarten inklusive Keimsprossen zur Verfügung gestellt, die man sich hier quasi in diesem Keimgarten selber anzüchten kann. Und das ist wirklich eine richtig tolle, gesunde Geschichte für den Balkon, für das Fensterbrett, wo auch immer, was für eine Jahreszeit gerade ist. Dort kann man nämlich immer seine eigenen gesunden Sprossen sich selber züchten und kann man dann direkt einfach hier rausnehmen und zum Beispiel ins Müsli tun oder einfach so essen oder irgendwie als Salatbeilage. Also auf jeden Fall eine richtig tolle, gesunde Geschichte und das ist wirklich so bequem gelöst, da einfach die Samen hier reinstreuen, ein bisschen Wasser drüber, den Deckel zu und dann einfach ein paar Tage keimen lassen und dann hat man schon seine eigenen gesunden Sprossen. Also könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, wenn er das gewinnt und das ist der dritte Preis. So, last but not least, Leute, gibt es hier auch nochmal was von der Firma Sperli zu gewinnen. Vielen Dank nochmal dafür. Das ist dieses, das Grünsprossen-Anzuchtset. Und das ist auch so was Ähnliches, wie ich euch das gerade gezeigt habe. Hier ist auch schon, sind auch schon die Sprossen mit drin und das ist quasi wie so ein Mini-Gewächshaus. Und das ist verzehrfertig in 6 bis 10 Tagen und man kann das auch ganz bequem auf der Fensterbank oder vielleicht dann später, wenn es ein bisschen wärmer wird, auf dem Balkon seine eigenen Grünsprossen anziehen. Außerdem gibt es bei diesem Preis noch jede Menge Saatgut von der Firma Sperli mit dazu. Hier haben wir noch ein paar Mohrrüben, Petersilie, Basilikum und. Hier ist wirklich noch jede Menge dabei. Und ich glaube, auch derjenige, der dieses Set hier gewinnen wird, inklusive des Samenpakets, der kann sich auch wirklich freuen. Ja, Freunde, ich hoffe einfach, Da waren so ein paar Preise dabei, wo er sagt, Mensch, das wäre eine richtig tolle Sache, wenn wir das gewinnen würden. Und ich wünsche euch wirklich allen viel Glück. Lasst euren Kopf rauchen, dass ihr da wirklich irgendwie einen coolen Spruch zusammenbekommt. Und ich glaube, das wird auch richtig lustig, wenn da die Leute einfach in den Kommentaren lesen können und sehen, so was ihr anderen da zusammengedichtet habt. Ich glaube, das wird echt ziemlich lustig und vielleicht gibt es da sogar noch ein kleines Video dazu, wenn da richtig tolle Sachen rauskommen. Ja, Leute, ich würde sagen, ran an die Tasten. Eine Woche habt ihr jetzt Zeit. Ihr könnt gerne euren Kollegen, euren Freunden, wen auch immer, das Video weiterempfehlen. Vielleicht sagt er auch, ja, macht da einfach mal mit. Passt auf, dass er wirklich das Datum nicht verpasst und dass er auch ab und zu mal in eure Kommentare schaut, ob ich da irgendwie geantwortet habe. Weil dem Gerd ist es, glaube ich, beim letzten Gewinnspiel passiert, dass er fast den Preis vergessen hätte. Und jetzt ist hier gerade mein Licht ausgegangen, Leute. Du siehst, das bedeutet, das Video ist zu Ende. Auf jeden Fall vielen Dank nochmal, wenn dir das Video gefallen hat. Abonniere auf jeden Fall den Kanal. Bleib dran bei Autorando, bei Instagram. Sei einfach mit dabei und ich freue mich auf das nächste Video und drücke dir beide Daumen. Und bis dahin, euer Robert. Ciao.